Mein Name ist Rudolf Neumüller. Ich leite das Kompetenzzentrum hier in Hamburg. Mein Name ist Steffen Treske und ich betreue für das Mittelstand-Kompetenzzentrum Hamburg unsere Aktivitäten und Angebote wie unsere Demonstratorvorführung. Eine aktuelle Herausforderung in Bezug auf Prozesse ist, dass immer mehr Anforderungen von Kunden, von Geschäftspartnern entlang der Wertschöpfungskette gestellt werden an die Unternehmen. Prozessdigitalisierung für Unternehmen bietet vielfältige Chancen. Man kann die Prozesse stabiler machen, fehlerfrei, also resilienter. Man kann sie schneller machen. Man kann darauf auch viel aufbauen. Wenn ich einen Prozess digitalisiere, dort digitale Daten erhalte, kann ich damit dann sozusagen wieder vielleicht im nächsten Teilprozess weitermachen, diese Daten nutzen. Ein Beispiel für die Digitalisierung in der Fertigungsbranche sind durchgehende digitale Prozesse vom Bestelleingang über die Abwicklung, die Produktion bis letztlich zur Auslieferung an den Kunden. Ein Beispiel hierfür ist das adaptive Auftragsmanagement. Das heißt, wir haben durch einen digitalen Zwilling der gesamten Produktions- und Logistikumgebung die Möglichkeit, die Bearbeitung eines Auftrags in Echtzeit nachzuvollziehen und jederzeit den aktuellen Stand der Bearbeitung feststellen zu können. Das heißt, wir lösen uns von den Annahmen, den Solldaten, die im ERP-System stehen und arbeiten mit den echten Zustandsdaten aus der aktuellen Bearbeitung des Auftrags. Kommt es nun zu einer außerplanmäßigen Störung, irgendeinem unvorhergesehenen Ereignis, wird eine Neuplanung angestoßen, die jetzt berücksichtigen kann, dass diese Ressource nicht mehr zur Verfügung steht. Wichtig ist dabei natürlich, dass das adaptive Auftragsmanagement auch nur Vorschläge macht, um den Disponenten zu unterstützen und zu entlasten. So ein adaptives Auftragsmanagement einzuführen, ist ein guter erster Schritt. Damit können Sie schon eine Menge erreichen. Wenn ich dieses adaptive Auftragsmanagement einmal bei mir implementiert habe, habe ich dort auch eine digitale Datenlage. Und diese Informationen, damit kann ich noch eine Menge machen. Heutzutage wird es immer wichtiger, nicht nur ein tolles Produkt zu haben, sondern auch wertvolle Zusatzleistungen. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, an welchen Stellen man im Unternehmen Prozesse digitalisiert und wo sich das lohnen kann. Und wer die Augen davor verschließt, der geht ein unnötig hohes Risiko ein für das eigene Unternehmen und das eigene Geschäftsmodell.